Hallo zusammen, mein Name ist Claudio Pasalia, ich bin Professor an der FITCH und bin Koordinator des Austauschprogramms zwischen der UNL und der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Markus und ich sind gerade in Santa Fe, Argentinien. Mi nombre es Markus Wallner y soy profesor en la Ostfalia. Estoy muy feliz de estar por segunda vez aquí. Juntos con Claudio y mi compañero Björn, que no está acá ahora, organizamos el intercambio de UNL y de Ostfalia. ¿Te parece, Marco, que contemos algo del programa IDEAR entonces? Ich denke, es ist eine gute Idee, wenn wir ein bisschen Informationen über das IDEAR-Programm geben. El programa IDEAR busca establecer vínculos entre universidades de Alemania y Argentina, sobre todo en carreras de ingeniería. Ja, das Ziel von IDEAR, zukünftige Ingenieure aus Argentinien und Deutschland zu vernetzen, ist super. Speziell die Möglichkeit, 6 Semester zu studieren an der Hochschule und danach noch ein Praktikum zu machen, ist super. ¿Qué pensas, Claudia? Ja, das Programm ist sehr interessant. Permite no solo una experiencia académica en el ámbito de la universidad, sino que también permite la posibilidad de una práctica profesional en el entorno de las empresas o del Estado y conocer el país extranjero y su cultura. Por eso el aprendizaje del idioma es una parte importante de este programa. El idioma es muy importante. Für das haben wir auch für die Studenten in Sudoburg bei uns Sprachprogramme installiert, an die die teilnehmen können und sich quasi auch schon mit der Kultur ein bisschen vielleicht identifizieren können. ¿Tiene alguna similar en Santa Fe? Natürlich haben wir eigentlich ein Sprachprogramm. Nuestra universidad tiene un centro de idiomas que permite la enseñanza de idioma alemán para capacitar a nuestros estudiantes salientes para ir hacia Alemania, al mismo tiempo que permite la formación continua de español como idioma extranjero para los estudiantes que recibamos en Alemania. ¿Y quién puede sich bei euch eigentlich bewerben? Das ist eine gute Frage, Markus. Estudiantes avanzados de ingeniería ambiental e ingeniería en recursos hídricos de la FITCH que tengan conocimientos de idioma alemán. En caso de resultar seleccionados, los estudiantes tienen cubierto por parte del programa la parte financiera que les cubre pasaje aéreo y de vuelta hacia el país de destino, una beca de manutención y seguro médico. Das ist bei uns ganz ähnlich. Für uns ist das Programm eigentlich vorgesehen für Umweltingenieure, am besten im 6. Semester, aber wir sind auch offen für Bauingenieure. Und wenn man sich für das Programm beworben hat und danach auch den Zuschlag bekommt, hat man da ein ganz gutes Stipendium. Eigentlich alles abgedeckt, also kann man gut mitleben. ¿Tienes algunas cosas en el campus que quieres mostrar? Klar, lass mich ein wenig dein Campus zeigen.